Schneller als alle anderen sein, sich fühlen wie ein echter Star oder einfach dabei sein. Das ist das Ziel der über 140.000 Kids, die landesweit an den knapp 1.000 Events am UBS Kids Cup teilnehmen, dem erfolgreichsten Nachwuchssportprojekt der Schweiz. Um ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, entschied sich UBS in Zusammenarbeit mit Weltklasse Zürich, den 7- bis 15-Jährigen an den 24 Kantonalfinals und dem Schweizer Final im Zürcher Letzigrund etwas Besonderes zu bieten. Wie bei den Großen werden alle Läufer gefilmt. In einer Vorstellungsrunde ganz nah, danach ihr 60-Meter-Sprint und in Slow Motion. Das Beste? Am Ende gibt es für jedes Kind ein Video von seinem Lauf, inklusive personalisiertem Intro mit dem Leichtathletikstar Mujinga Kambunji direkt aus dem Sportstudio. Schon kurz nach dem Lauf erhält jeder Teilnehmer sein fertig produziertes Video auf der UBS-eigenen Leichtathletik-Plattform. Und auch zu Hause können Familie und Freunde ihren Favoriten bestaunen, das Video herunterladen oder über die sozialen Medien oder WhatsApp teilen. Das ganzheitliche Konzept wird dadurch abgerundet, dass die Videos durch UBS-Mitarbeitende selbst aufgenommen werden. Pro Austragungsort ist nur ein Profi vor Ort, der alles koordiniert. Nicht nur für die Läuferinnen und Läufer ein Happening, sondern auch für die freiwilligen Helfer der UBS, welche diese Art des Job-Enrichments nachhaltig in Erinnerung behalten. Die Postproduktion findet in der Videocloud statt. Die Personalisierung der Videos ist automatisiert. Nur so kann der kurze Turnaround bei mehreren Events gleichzeitig gewährleistet werden. Auf diese Weise werden pro Tag Clips im Umfang von 1500 Videominuten produziert. Das sind 1800 Clips pro Tag. Zu Spitzenzeiten wird alle 16 Sekunden ein Video gepublished. Das Resultat? 7700 personalisierte Videos, mehr als 280.000 Plays, 6000 Shares und 3000 Downloads. Und vor allem Begeisterung pur und tausende strahlende Kinderaugen, egal ob mit oder ohne Medaille. Die Finisher-Clips am UBS Kids Cup 2017. Ein voller Erfolg. Von, mit und für die Spitzenathleten von morgen.